Hallo und herzlich willkommen zurück zur Top Gun Mission bei Empyrean mit dem Smitty. Hallo. Und setz dich mal bitte hin, dass du die Briefing hier mitkriegst, ne? Dazwischen quatschen bitte. Entschuldigung, ja. Ich darf nicht. Ist eine andere Fraktion. Ich muss stehen. Hier in der Ecke. Alles klar. Gut, wir wollen mal gucken. Also theoretisch müssen wir jetzt durch dieses Portal, um dann irgendwie ein Flugzeug zu schnappen, hinzufliegen zur feindlichen Base, da, weiß nicht, ein bisschen Radau machen und dann müssen wir in die Base rein, um dann mit dem Portal hier wieder anzukommen. Ja, aber mitnehmen sollten wir nichts, ne? Irgendwie? Mitnehmen dürfen wir wohl nichts, wie es da steht. Und ja. Wenn wir getroffen werden, sind wir wohl so gut wie tot. Mhm. Und wenn wir nicht in 5 Minuten zurück sind, weil das ist die Zeitvorgabe, sind wir auch tot und kriegen unser Backpack nie wieder. So deswegen haben wir uns entleert. Ja, so fast. Ich habe Medis habe ich dabei, die brauche ich aber eigentlich gar nicht, ne? Ja, weil, ich weiß nicht, ich habe eins dabei. Egal. Ich habe ein paar auf mehr. Geht's. Dann sollten wir lieber nicht drauf gehen. Bitte, ich lass dich Alter vor Schönheit, ne? Hui! Teleportiere! What the fuck? Weiter! Oh, dann. Oh Gott. Ach du Scheiße. Die Dinger sind ja schon halb zerstört, sondern der Kram. Ja. So rein? Achso, ja, rein. Müssen wir noch betanken oder was? Guck gerade, wie sieht's denn aus? Ja, wir brauchen noch Kraftstoff, wir brauchen noch Munition, wir brauchen alles. Liegt das hier auch rum? Hier oben geht's hoch. Nee, da dürfen wir nicht rein. Das geht ja ganz gut los. Ah, hier. Ach, da. Hier ein Petrol-Wessel. Der Rest ist hier. Sieht nicht so gut aus. Nee. Welche Büchse nimmst du? Die hier, die ich dran sitze. Nimm mal Fighter 2. Los. Ist ja relativ wenig, hä? Oh, das Geballer hat endlich mal aufgehört. Also ich sitze drin in der Büchse. Ja, ich würde dich gerne erstmal sehen. Achso, da. Aber ich weiß noch gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Oh, hier ist das Petrol-Wessel. Ja, die feindliche Base. Was ist denn da? Ist das das Ding da? Ich hänge hier an. Da wird es ja richtig schön rot. Ja, Enemy Base. Da ist er. Ich flieg schon mal drauf zu. Ist nach links weggezogen, ne? Ich hab keine Ahnung. Fighter 1, ich seh dich. Versuch mal, Alter, sind die hinter dir her? Wie ist das ja unmöglich? Ach, Enemy Base, ja. Bist du da? Mich hat's zerrissen. Ah, ich sehe ja dein Backpack. Aber ich habe die Tür schon aufgemacht für dich. Dich? Da konnte ich so schnell nicht reinfliegen. Mach die Tür zu! Super, aktueller Standort. Boah, das kann nicht spawnen. Hey, ja. Ich komme nicht mehr weg. Oh. Ich bin ja zumindest schon mal. Nein, nicht nachladen. Nee, kommst du nicht? Nein, das Problem ist, wenn du jetzt stirbst, ja, kommst du da auch nicht mehr hin. Also du kommst da zwar hin, wo wir jetzt sind, aber das ist ja nicht.
So, ich bin jetzt mal in der Base. Und hier ist auch erstmal Ruhe. Im Karton. Teleportiere mich mal zurück. Bitte. Ja. Bin da. Das ist gut, weil du musst wahrscheinlich nach Hause fliegen. Okay. Also du musst dann erst rüber ein Schiff rüberfliegen, dann mit dem Jetpack rüberfliegen, das zweite Schiff holen, um es einzuladen. Und dann nach Hause zu fliegen, bitte. Okay, aber ich habe jetzt auch irgendwie nichts. Ich dachte, man kriegt man hier nichts. Oder ist das gescheitert, weil einer von uns gestorben ist? Vielleicht kriegst du auch einfach nichts. Okay. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich hier... Wo genau steckst du jetzt? Ich sehe noch die Enemy Base vor mir. Ach so, ehrlich? Ja, aber jetzt hat sich die Instanz geschlossen und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Closed, Portable Open in... Ach so. Ach, da bist du. Da bin ich. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich komme dann nicht mehr weg. Okay. Aber ungünstig, einfach direkt aufs Tor drauf zu fliegen, weil dann habe ich alle Raumschiffe hinter mir gehabt. Ja. Immerhin habe ich hier den Weg rein nach Hause geschafft. Da bin ich. Das hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen, aber naja, gut, wir haben es gemacht. Da bist du einfach gut, wenn du das schaffst. Ja, gut, das war ja vorher. Bist du halt ein Top-Pilot? Ich, der kaum 3 Meter geradeaus fliegen kann. Ach. So, gibt's das hier? Wollen wir nochmal eine Runde durch die Asteroiden wegdrehen im Kreis? Genau, was ist? Ja, können wir machen. User joined your channel. Das könnten wir durchaus mal in Angriff nehmen. Hallo? Ist doch wer reingejoint, oder? Eigentlich dachte ich, es wäre wer reingejoint. Aber derjenige hat sein Mikrofon aus. Oh. Hier lang? Ja, bitte, ich folge mal. Alles klar. Oh, du zitterst hier aber ganz schön durch die Gegend, du. Liegt eigentlich sehr ruhig und gerade. Kann er wohl nicht so ganz mit umgehen gerade. Aber hier scheint es nicht mehr viel zu geben. Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht kommt nochmal so eine diese zerstörerische Kampfstation. Kann man denn diese Asteroiden jetzt kaputt schießen oder nicht? Nee, ich glaube schießen nicht. Ich glaube, die kannst du wirklich ganz normal nur abbauen. Du könntest vielleicht an so einem Bodengleiter oder so einen Bohrer dran bringen und mit dem dann abbauen vielleicht. Das wäre bestimmt eine Option, aber ansonsten... Hier ist dann wohl nichts mehr. Nö. Bin ich aber mit echt viel Schwung. Sag, wo wolltest du denn hin? Angekommen, da bin ich lieber nochmal abgedreht. Total abgedreht. Aber auch was eng hier drin. Irgendwie häng ich irgendwo, oder? Ja, ich auch. Aber weil du in mir drin hängst, kann ich mich nicht. Ach so, Moment. Ich mache ein bisschen Platz, so. Danke, sehr freundlich, Alter. Schon, also die V-Ansicht, die geht immer gar nicht.
Doch. Ja, aber hier gerade nicht an der Stelle, wo ich gerade war. Ach so. Ein Stückchen nach vorne, so. Wie das? Ne, irgendwo hänge ich jetzt immer noch. So? War nicht schön, aber geht. Ah, okay. Ja, passt schon. Gut. Ach, ich wollte das Tor ja zumachen. Das weiß ich, warum ich das Tor ja nicht zumachen kann auf der Seite. Wieso? Es gibt keins mehr. Ah. Der Hangar sieht auch ein bisschen verbeult aus. Also ein paar Schäden haben wir jetzt schon genommen. Eingesteckt haben. Aber gut, dafür haben wir die Reparaturstation auf der Base zu Hause. Ja, das stimmt. Da könnten wir jetzt auch erstmal wieder ein Zurück machen, wa? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir uns mal auf die Reise nach Hause. Hier ist einiges verdellt und kaputt. Ich guck mir noch mal kurz das durch hier. Vordere Cockpit an. Nicht Sauerstoff? Ja. Oh, hier fehlt ein bisschen was. Okay, sind doch größere Reparaturen erforderlich. Ja gut, die haben natürlich auch ein bisschen ausgeteilt, ne? Also unser unteres Cockpit quasi, was wir unten drunter haben. Ja. Oder ein bisschen, am besten gesagt, was ganz vorne drin ist. Das existiert nicht mehr. Da ist einfach nur ein Riesenloch. Und die Plasmakanone, was da eingebaut war, da ist jetzt auch nur noch ein riesiges Loch. Ja, wenn ich hier oben unsere Scheiben von dem oberen Cockpit sehe, dann ist da jetzt auch nicht mehr viel mit los, ey. Kann sein, dass wir die eine oder andere Waffe verloren haben an der Seite, wie es aussieht. Was haben wir auf jeden Fall eingesteckt, definitiv. Wichtigsten wäre es ja, dass wir unseren Antrieb noch haben. Ja, das hier sieht noch gut aus. Das sieht wirklich noch gut aus. Ja. Rest reparieren und den Rest müssen wir ersetzen. Ja. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück nach Aqua. Ah, du sitzt ja schon. Ja. Ich sitze ja. Wir könnten Richtung Heimat machen. Ja, dann. Oh, das wird aber eine größere Reise hier, oder? Ja, über Taloda. Lingues. Jetzt dann nach Hause. Einen Sprung schaffen wir noch? Bestimmt. Bestimmt, ja. Aber wir müssen nochmal Pentaxid auffüllen. Also doch. Fünf fehlen, genau. Muss ich dann nochmal aufsteigen. Wo habe ich es gelassen? Unten natürlich. In meinem Raumschiff. Ach so. Oh, okay. Wo ich alles ausgepackt hatte. Hier ist nicht mehr, ne. Nein. Ist auch was. Stimmt, in der Viper habe ich ja mein ganzes Zeug auch noch reingeknallt. Naja. Haben einen guten Pentaxid durchgeschossen, muss ich sagen. Ja. Ich wollte nochmal was Neues holen. Organisieren. Ja, müssen wir mal gucken, was jetzt noch so anliegen könnte. Ja, wir hätten, glaube ich, noch auf dem einen Wüstenplaneten irgend so eine Mine, irgendwas in die Richtung. Ja. Könnte man vielleicht mal reingucken. Ja. Das könnte man mitnehmen. Sitzt du schon? Ich sitze. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Planetenkreuzfahrt beendet. Richtig. Überall mal gewesen, haben den Alien-Außenposten mal lahmgelegt.
die Top Gun Mission mit Bravour bestanden. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht genau. Weil es hat ja keiner was gesagt da. Man musste ja ruhig sein. Ja, jetzt stehen noch mal ein paar Reparaturen an. An unserer, an dem geilsten Schiff der Welt. Des Weltalls. Phoenix. So sieht's aus. Oder? Damit machst du, wenn du das Ding hast, machst du erstmal ein bisschen was weg. Definitiv. Ja. Und ja, dann schauen wir, suchen wir uns nochmal zwei, drei interessante Gebäude aus, die wir vielleicht nochmal einnehmen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.